It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Russo and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Russo and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more check. Nazi fucks. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we need for the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Guten Abend. Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Wann zieht die nächste Patrouille los? In 30 Minuten. Wir werden wohl mehr Patrouillen rausschicken müssen. Warum das? Now remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Thank you.
einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der Erste. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich versuche, den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Gern geschehen. Für wen arbeitet sie? Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Können Sie mir sagen, wo ich ein Telefon finde? Das sehen wir auf Seite. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Nehmen Sie so viele Gefangene wie möglich. Verstanden. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Der Balkon ist zurzeit gesperrt. Stopp! Ich sagte doch, der Balkon ist gesperrt. Geben Sie mir Ihre Papiere. Ich habe sie hier bei mir.
Was haben Sie in der Aktentasche? Ich habe Reisedokumente dabei. Alles in Ordnung. Gehen Sie weiter. Bitte gehen Sie, Fräulein. Ich habe gesagt, Sie sollen gehen. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Aber es muss doch auch ein paar anständige Französinnen geben, die verstanden haben, dass wir gewonnen haben. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Wie läuft der Krieg da? Nicht so gut. Das Wetter ist grauenhaft und die Russen sind zäher als gedacht. We must be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir Sie noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me. Perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. Yes. Herr Gruber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? And I thought it was Herr Spiegel that sent you. Oh, well.
The only constant is change. All we can do is adapt. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Résistance.